Selbst haben wir schon tausendmal drauf reagiert. Wir beantworten Ja, auch die hallo. Fragen. Hallo. Hallo. Oh, schönes Was Wasser. war dein größter Tiefpunkt im Leben? Mein größter Tiefpunkt im Leben, als ein Familienmitglied von mir gestorben ist, das hat mich schon sehr runtergezogen. Vor allem, weil ich nicht nur dann alleine mit der Sache war, dass ich sozusagen jemanden verloren habe, sondern dass man dann auch so einen Stempel hatte. Ich habe früher im Dorf gewohnt und dann haben halt Leute mich so ausgegrenzt. Ja, von dem und dem ist das Familienmitglied gestorben, der ist Psychopath bestimmt jetzt und so. Also man wurde richtig, ich wurde als Kind richtig dafür ausgeschlossen. Der ist ganz ehrlich, jetzt gerade, Leute. Ich habe mich mental noch nie in meinem Leben so schlecht gefühlt wie jetzt. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe auch schon überlegt, ein Video zu dem Thema zu machen, aber ich bin mir noch nicht so sicher wie. Aber ja, ganz einfach beantwortet, so schlecht wie jetzt ging es mir noch nie. Als meine Schwester gestorben ist. Als ich das erste Mal richtig mental krank war. Also emotionaler Tiefpunkt würde ich sagen sogar gerade. Ansonsten hatte ich noch zum Glück nicht viele Tiefpunkte, die irgendwie erwähnenswert wären. Wenn Digga, ich habe tatsächlich auch noch nie so einen Tiefpunkt eigentlich gehabt, wenn ich so drüber nachdenke. Ich war eigentlich immer relativ happy im Leben. Ich will gute Nacht sagen. Ich liebe dich. Ich dich auch. Du Ja, du auch. Also ich weiß, ich hatte tatsächlich noch nie so wirklich einen Tiefpunkt in meinem Leben. Irgendwie habe ich immer das Gute gesehen und habe schon gedacht, ja, das wird schon wieder. Also wenn dann halt natürlich die Jahre bei meinem Vater, ne? Also die waren schon wirklich sehr, sehr schlimm. Also da ist ja dann am Ende auch eine Scheiße nach dem anderen passiert so. Ich würde halt, wenn sagen, auf jeden Fall das. Aber ja, sonst habe ich jetzt keinen so krassen Tiefpunkt tatsächlich gehabt. Also ich bin ganz gut durchs Leben gekommen, lustigerweise. Ja. Wenn du bei Lego Entwickler wärst, was würdest du auf den Markt bringen? Ja, Warcraft Lego. Wäre Hammer. Ich Ja, würde ist die aber geil. Oh, Figuren, ich Mann. würde die Figuren dahinstellen, Orgrimmar bauen. Hä? Gibt das noch nicht? Warum soll ich denn nicht erst die anderen antworten lassen? Hä? Nur weil das Unge nicht macht oder was? Oh Mann, Junge. Junge, wenn es das nicht gibt, seid ihr dumm bei Lego? Junge. Lego Hearthstone, ja. Ich würde jedes Pack kaufen, was es gibt. Ich bin ja der Entwickler, ich hole mir einfach jedes Pack. Lego League of Legends. Lego Jorik. Das wäre so cool. Gibt es so Planeten, so Raumschiffe? Ja, natürlich. Ich habe gar Ja, keine das ist Ahnung. Ja, was gibt's denn noch nicht? Ich würde so Breaking Bad, Lego. Mit Echt jetzt? Nee, gibt's nicht. Echt jetzt? Mario Kart und diese Autos können dann Oh alle ja. fahren. Das Ja, wäre doch das wäre geil. geil, So ja. eine Rennstrecke. YouTuber Lego. Was genau? Boah, Digga, gute Frage, Alter. Na, wenn du das schon verlassen hat, ja, okay, das ist echt scheiße. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, bei mir ist halt, also selbst wenn es bei mir halt mal scheiße läuft oder so, sehe ich halt immer irgendwie so das Gute halt, weil es bringt ja auch nichts, sich dann halt da reinzusteigern, so, weißt du, ich meine, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, sagen wir mal, YouTube würde jetzt wieder gesperrt werden oder so, es war so, ja, dann muss man halt gucken, was man macht, ne, und wie man dann über die Runden kommt, aber es bringt ja auch nichts, dann in so eine Spirale, so eine Abwärtsspirale zu gehen, ne, sondern man muss halt einfach schauen, was man halt macht. So sehe ich das auf jeden Fall. Ja, was ich von Lego rausbringen würde. Boah, Alter, gute Frage eigentlich. Es gibt echt schon fast alles, ne? So, ja, so World of Warcraft Lego wäre halt echt mega geil. Ja, League of Legends würde ich nicht so feiern. Was würde ich rausbringen, ey? So eine Riesentitanic. Ich habe früher die Titanic immer mega gefeiert. Also es gibt halt so kleinere davon, aber halt noch nicht so große. So Schiffe feiere ich generell immer mega. Die gibt's auch schon, ne? Es gibt eigentlich fast alles von Lego, ne? Boah, es gibt's ja nicht von Lego, was wir noch brauchen, ey. Tja, Bundesliga Lego, Dragon Ball Lego, Lego Yu-Gi-Oh! Ja, ich weiß nicht, ey. Digga, ich weiß nicht, die haben eigentlich schon alles, Mann. Lego, wir leben in einer Scheindemokratie, Bruder, das ist es einfach. Genau, hast du auf Pornoseiten am häufigsten in deinem Leben in die Suche eingegeben? Entweder Amateur oder Deutsch, damit ich verstehe, wenn die sagen, oh ja, oh ja. Ich verstehe das nicht, sonst sagen die, oh Oh, yes. jetzt werden Ich nachgedacht. habe keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Boah, schwierig. Ich glaube, sowas wie Big Boobs oder so. Ich glaube, Basti, Big Ass, glaube ich auch. Ich bin immer so fasziniert von so Leuten, die so ultra lang durchhalten. Da habe ich mal so, he comes four times oder sowas. Dann ist Das das habe ich so. noch nie gehört, Alter. Und dann kommt er und macht aber direkt weiter, so, weißt du, so Marathon. Amateur oder so? Ja, doch, Amateur. Hast du schon. Boah, bei mir halt eine gute Frage. Ich würde auch irgendwie so Amateur oder sowas sagen, weil ich finde, wenn das zugestellt ist, so, weiß ich nicht, dann kommt das. Also ich gucke generell halt keine Pornos so, ne? Muss ich halt dazu sagen. Ich bin ein bisschen auf dem Pro unterwegs, suche mir da ein paar geile Nacktbilder an so und dann wird dazu gewichst, so, weißt du, das reicht mir halt. Stellst du dir halt vor, wie du die Vögel so. Und ich weiß nicht, deswegen, ja, wahrscheinlich irgendwie auch sowas halt, ne? Dadurch, dass ich die halt so gut wie nie gucke, keine Ahnung. Schon mal jemanden sehr, sehr stark verletzt.
ja, schon, ich würde schon sagen, mehrmals. Ich habe auf jeden Fall einige Leute auch vor den Kopf gestoßen in meinem Leben. Ich denke, da kann ich mich nicht von frei sprechen. Gibt es einen Menschen, der noch nicht jemanden sehr verletzt hat? Ja, doch, gibt es wahrscheinlich auch. Doch, ich bestimmt, bewusst nicht, aber bestimmt ist irgendwer mega traurig, weil ich irgendwas gemacht habe. Ja. Also, natürlich ist das nichts Gutes. Ich habe nur die Frage damit beantwortet, quasi. Aber ja, habe ich schon mal. Und möchte ich auf jeden Fall nie wieder tun. Ja. Ja, doch. Ja, wahrscheinlich ich auch. Also, keine Ahnung, wer hat das nicht getan? Ne? Ich meine, wir leben ja schon länger. Also, Glückwunsch, wenn ihr noch nie jemanden verletzt habt. Aber nicht direkt bewusst. Wann hast du dich das letzte Mal richtig für etwas bedankt? Naja, also, vor ein paar Tagen war ABK hier auf der Insel. Der hat mir ein Flugticket geschenkt nach Tokio, das fast 1000 Euro gekostet hat. Also Hin- und Zurückflug von Tokio, von hier nach Tokio. Kann es nicht annehmen, weil zu der Zeit jetzt gerade sind viele Gäste da. Das ist einfach gerade nicht möglich. Ich hab mich halt trotzdem sehr bei ihm bedankt. Ich hab gesagt, hey, das finde ich ultra krass. Also das ist halt viel zu viel ist eigentlich. Also das kannst du nicht machen. Letztens erst für okay, 300.000 Abonnenten. Jeden Tag. Ich bedanke mich jeden Tag fürs Essen, fürs Leben, dass ich gesund bin, dass meine Liebsten gesund sind. Ich habe mich gestern bei meinen Mitbewohnern bedankt, dass sie auf meine Katzen aufgepasst haben, während wir auf Madeira waren. Ich glaube schon, dass ich mich bedankt habe bei Simon und Sabine, dass sie so gastfreundlich waren und uns auch alles gezeigt haben. Aber ich weiß nicht, ob die beiden das so ernsthaft rübergenommen haben. Also falls nicht, nochmal Dankeschön. Du kriegst ein... Boah, ja, also keine Ahnung, man bedankt sich doch irgendwie für alles so, oder? Also, weiß ich nicht. Dafür, dass mein Kanal wieder läuft, dass ihr noch da wart, obwohl meine Videos so scheiße waren. Ja, weiß ich nicht. Viel mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Also, du bedankst dich in jedem Stream. Ja, das stimmt. Und ja, das ist immer schwierig, ne? So, ich bedanke mich halt immer sehr, sehr viel. Also, es gehört ja auch irgendwie dazu, weißt du? Flug ins All, inklusive Training und allem, was nötig ist, geschenkt. Würdest du es annehmen? Ja, auf gar keinen Fall. Also, ich würde es nicht annehmen, weil ich einfach mich reizt, das überhaupt nicht ins All zu fliegen. Ich brauche Internet und meinen PC. Nee, also, ich würde es... Also, es ist schwierig zu sagen, würde es annehmen oder nicht, weil es eigentlich so eine Chance ist, die man im Leben nur einmal vielleicht hat oder so. Aber es reizt mich irgendwie gar nicht. Die Erde von oben sehen würde ich sehr gerne, aber trauen, glaube ich, und dieses Training auf mich nehmen, würde ich dann doch nicht machen. Nee. Ist das Risiko hoch, zu sterben? Du musst schon körperlich fit sein, aber kriegst Training. Doch, ich würde das machen, weil, keine Ahnung, das ist voll geil. Nein. Nein. Würdest du es machen? Boah, Alter, gute Frage, ey. Also mich würde es, also ich wäre schon cool, irgendwann mal im Leben ins Weltall zu fliegen. Das ist wahrscheinlich besseres WLAN als in Deutschland auf jeden Fall. Oder besseres LAN, WLAN, besseres Internet, mobiles Internet. Aber ich weiß nicht, man, das Ding ist irgendwie die, also wir sind schon relativ weit vorne so, aber irgendwie halt auch nicht so. Wisst ihr, was ich meine? So, ich meine, die Raumfahrt gibt es halt vielleicht seit, ja, so seit den 60ern, glaube ich, oder 50ern, ne? Also es ist eigentlich noch gar nicht so lang und es kann ja immer mal wieder, kann ja immer wieder passieren, dass irgendwas abstürzt oder so. Und ich glaube, es wäre mir heutzutage einfach noch zu unsicher, das zu machen. So, ich glaube, die Chance, dass irgendwas beim Start schief geht oder so, ist noch zu hoch. Also wäre mir persönlich noch zu hoch, weil dann in der Explosion zu sterben, finde ich auch nicht so geil, muss ich sagen. Das würde ich nicht so feiern. Aber an sich, wahrscheinlich, also wenn wir dann weiter sind in der Forschung und so weiter, glaube ich, wäre ich auf jeden Fall dabei. Gar keinen Fall. Wenn du heute sterben würdest, hättest du etwas zu bedauern? Wenn ich heute sterben würde, hätte ich eine Sache zu bedauern und zwar, ich muss mit einer Person noch mich aussprechen. Also ja, mit einer Person aus meiner Familie. Ich muss nochmal mich da richtig aussprechen. Aber manchmal sind solche Themen gerade in der Familie ein bisschen schwierig. Und das schiebe ich so ein bisschen vor mich hin. Und das würde ich bedauern, wenn ich jetzt tot wäre, dann würde ich denken, jetzt habe ich das nicht zur Sprache gebracht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und zwar den Leuten, allen Leuten, die mir sehr, sehr viel bedeuten, das zu sagen, wie viel wert das mir ist. Und das wird mich sehr, sehr traurig machen, wenn ich das nicht mehr machen könnte. Okay, ich bin dann ja tot, dann würde es mich nicht traurig machen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, klar, dass ich mal den Rest meines Lebens nicht leben konnte. Ja, bestimmt ganz viele Sachen nicht geschafft, die ich mir jetzt noch vornehme fürs Leben. Also auf jeden Fall, das ist ja nicht so cool. Alle nicht ausgesprochenen Konflikte. Boah, ja, also ich denke bei mir halt auch, ne, dass ich irgendwie so wenig gereist bin. Ne? Man hat ja irgendwie die Möglichkeit, irgendwie wegzugehen und alles Mögliche zu machen, aber irgendwie tut man es dann halt nicht und das ist irgendwie immer so voll schade, finde ich. Ja, also das würde ich auf jeden Fall halt bedauern und dass ich natürlich nicht die 1 Million Abonnenten geknackt habe auf YouTube, ne? Das ist halt auch ganz wichtig. Hast du die Sache mit Nick eigentlich geklärt? Ja, also wir haben uns eigentlich auch nie wirklich so ausgesprochen. Wir haben ganz kurz drüber geredet gehabt, so.
Ja, das war es aber eigentlich. Also da war jetzt großartig nichts, aber er folgt mir auf Insta, ich folge ihm auf Insta. Ja, von daher, ne, das heißt ja quasi, dass alles cool ist. In welchen Jahren hast du das erste Mal masturbiert? Oh, das war ich aus dem Kopf, ehrlich gesagt nicht. Ich habe da kein Tagebuch darüber geführt. 13, 14, vielleicht 12, so zwischen 12 und 14. So 13, 14, 12. Oh, ich glaube auch, das waren so gute 8 Jahre. Habe ich auch schon mal erzählt, die Bravo von meiner Schwester habe ich geklaut, habe mich unter das Bett gelegt und Dr. Sommer diese Frauen angeguckt, wie die nackt waren. Da war ich wirklich 8 und dann, glaube ich, habe ich da auch unten irgendwas versucht, was nicht geklappt hat. Ich glaube mit 12 oder 13, keine Ahnung. Irgendwie so. Also hast ich mit Blazin schon ausgesprochen, ja, der kommt geraped. Jetzt ohne Scheiß, ich glaube wirklich mit 8 oder so, aber es war mir nicht bewusst. War bestimmt mit 12 zu so einem Naruto. Was? Geil, ey. Zu was? Ja, so Hinata und so. Ja, bei mir tatsächlich, glaube ich, mit 11 oder so. Das müsste da gewesen sein, tatsächlich, wo ich nach Braunschweig gezogen bin. Also vorher so im Gymnasium war das halt, da wurde das halt nie so besprochen, da hat man halt gar nicht drüber geredet. Und wo ich dann hier auf der Gesamtschule in Braunschweig war, war so Sex und Ficken und so weiter. So, das hat man halt den ganzen Tag gehört und ja, ich hole mir einen runter, Digga, ich wichse mir ordentlich die Latte weg so. Und irgendwann hat man so gedacht, ja, okay, ja, ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren so. Und dann, habe ich das mit 11 gemacht. Ja, das weiß ich noch. Ich kenne auch genau den Ort, Alter. Ja, es war irgendwie komisch, ich weiß nicht. Oh, ich hab gefurzt. Ein Lied, was in irgendeiner Form dein Leben geprägt hat? Nee, tatsächlich nicht. Also so ein großes Gewicht haben Lieder nicht auf mein Leben. Also nicht ein einzelnes Lied, also abgesehen von so Chart-Hits oder so, ja. Tatsächlich so Gaming-Musik, also ja. Die Mario-Musik, Zelda-Musik, das sind Sachen, die, wenn ich die höre, dann kriege ich Gänsehaut. Aber so normale Chart-Musik oder Rap oder Rock-Musik oder sowas, da habe ich jetzt nicht so einen Song, wo ich denke, boah, dieser Song hat mein Leben verändert. Eiffel 65, I'm Blue, war meine erste Maxi-CD, die ich, glaube ich, gekauft habe im Leben und ich war so stolz, die hat 12 D-Mark, glaube ich, gekostet. Das war alles Geld, was ich hatte. Und das zu haben, habe ich rauf und runter gehört. Das hat so richtig damals dieses ganze Leben von mir so geprägt, so richtig dumm. Ja, Fighting Dreamers von Naruto. Ja, König der Löwen, der ewige Kreis. Wenn du... Mann, ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich dann irgendwie nichts dazu sagen kann, aber tatsächlich gibt es bei mir auch kein Lied, wo ich jetzt sagen würde, ja, das hat mein Leben geprägt, so. Oder das hat mich generell geprägt, so. Ich höre sehr, sehr gerne Musik, ich höre auch alles Mögliche. Aber es gibt jetzt so kein Lied, wo ich sagen würde, okay, das hat mich jetzt durch eine schwere Zeit geholt oder das hat mich so mega motiviert oder gepusht oder so. Ich höre halt die Musik und das war's. Ne? Ein einziges Mal eine beliebige Droge ohne Risiko auf irgendwas, Sucht, Gesundheit, sonst was, testen könntest, würdest du es machen? Und falls ja, was würdest du testen wollen? Würde ich trotzdem nicht unbedingt gereizt sein, das zu tun, weil ich fühle mich immer jeden Tag schon gut, ja. So, also ich bin happy ohne Drogen, aber wenn ich so eine Droge testen könnte, ohne dass es Schäden anrichtet, würde ich, glaube ich, die schlimmste Droge nehmen einfach, die schlimmste Droge, die es gibt so, einfach nur, damit ich diese Menschen vielleicht noch ein Stück besser verstehen kann, also ich würde die nicht für mich nehmen, sondern ich würde die nur rein aus den Gründen besser in den Kopf von anderen Menschen reinschauen, wenn die vielleicht so ein extremes Drogenproblem haben. Warum nehmen die Leute die Droge, obwohl es so schädlich ist? Dass man das verstehen kann, also einfach die Menschen besser verstehen. Ja. Ich glaube, ich würde es nicht machen, weil ich irgendwo Angst hätte, dass ich dann sehe, wow, krass, man kriegt Corona, ja, lustigerweise, ich habe echt so ein bisschen Kopfschmerzen. Ich habe vorhin beim Sport, Digga, ich hatte gar keine Ausdauer, Alter, mehr. Ich hatte die ganze Zeit so wie so einen Druck in der Lunge irgendwie, so richtig komisch. Dann hatte ich Halsschmerzen und ich habe ein bisschen Gliederschmerzen, lustigerweise. Könnte aber auch der Muskelkater sein vom Training gestern. So, aber ja, wer weiß, vielleicht ist ja wirklich Corona so, ne? Durch so und so Erfahrungen und das ist vielleicht voll, dass du dann mehr wissen willst, wie das in so einer Welt ist. Ich habe gar kein Verlangen danach, das zu sehen und deswegen ist das gut so, wie es ist, dass ich gar keinen Bock habe, mich in diese Welt reinzubegeben. Dann würde ich mir glaube ich, so einen richtigen LSD-Trip geben. Naja, würde ich nicht machen. Ja, also ich kenne aus Holland Leute, die mal so LSD und sowas ausprobiert haben und mir wäre das persönlich zu gefährlich. Kann aber nichts passieren, ne? Ja, ja, aber es kann halt jetzt im Real Life was passieren. Und dadurch, dass im Real Life was passieren kann, wäre das für mich keine Option. Aber die Erfahrung, die sie mit mir geteilt haben, war nicht unbedingt negativ. Aber halt das Risiko dahinter war zu groß. Deswegen, wenn es kein Risiko hätte, würde ich es auch mal ausprobieren. Naja, aber also LSD hat so ein ultra geringes Suchtpotenzial und auch ein Schadenspotenzial. Gerade wenn du es einmal nimmst, du brauchst halt einen Tripsitter so, ne? Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich glaube, wenn ich halt irgendwas ausprobieren könnte, dann würde ich, glaube ich, auch irgendwas so richtig Hartes nehmen, an was ich mich sonst halt nie im Leben rantrauen würde. Und ich glaube, ich würde Heroin nehmen tatsächlich so. Weil das ist ja so, das ist ja halt wirklich bei vielen so, ne, du nimmst das einmal, bist halt direkt süchtig. Und das muss ja, es muss ja einfach mega krass sein.
So, also nehmt das natürlich nicht, ne? Das ist, die macht halt den Körper komplett kaputt. Aber die muss ja so ein geiles Gefühl in dir erzeugen, dass du nicht mehr ohne kannst. Und das würde mich dann halt schon reizen, zu wissen, wie ist das eigentlich so? Ja, nach einmal ist man halt nicht direkt süchtig, ne? Aber du kannst halt schon sehr schnell davon abhängig werden halt. Genau, ja. Und deswegen würde ich auf jeden Fall Heroin nehmen, denke ich, genau. Ja. Ich habe ja auch schon voll viel genommen, so weißt du, deswegen, da fällt ja voll viel auch einfach weg. Angst vor dir selbst? Nee, tatsächlich nicht. Ich kann mich relativ gut einschätzen. Und ich bin auch nicht so ein, wenn ich alleine bin ich nicht so ein Psychopath wie sonst. Ja, genau, aus Erzählungen ist Heroin halt immer so, wie wenn du in dem Bauch deiner Mutter bist, so, aber ich, keine Ahnung, wie das im Bauch meiner Mutter war, um ehrlich zu sein. Also klar, wahrscheinlich so warm und man fühlt sich einfach geborgen, so geliebt, aber weiß ich nicht, das Ding ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Ecstasy schmeiße und ich kuschel mit meinen 5 Bros oder sowas in der Wohnung, wo wir alle unter einer Decke sind, dann ist auch warm und kuschelig, so, weißt du? Deswegen, das muss ja irgendwie nochmal so ein extra Ding sein, irgendwie. Ja, nicht. Nee, eigentlich nicht. Nee, bisher noch nicht. Jetzt gerade, ich habe es ja eben schon gesagt, mir geht es gerade irgendwie schlecht. Manchmal finde ich mich selber gerade so nicht im Kopf wieder, wie ich mich eigentlich gewohnt bin und fühle mich so ein bisschen verloren. Aber ja, Angst ist das eigentlich nicht, eher so hilflos. Schon, auf jeden Fall. Weil wenn so Situationen auf einen zukommen, mit denen man noch nie konfrontiert war und an seinem Körper einfach Dinge verspüren, die vorher nicht da waren, dann fragt man sich ganz oft so, was passiert mit mir? Aber ist alles wieder gut geworden, weil man lernt damit umzugehen. Ja, also ich habe auch gar keine Angst vor mir. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also, ja, ich habe keine Angst vor mir. Alles cool, ich würde mir nie was tun, ich bin korrekt.